Die Kontrolleure der Hamburger Hochbahn. Einmal die Fahrkarten bitte. Du hast gezeigt. Ich habe mein Ticket zu Hause vergessen, aber ich habe Bargeld dabei. Freitag. Oh, oh. Abend. Der erste ohne Ticket. Hast du einen Ausweis dabei? Ich habe gar nichts dabei. Was geht bei denen hier ab? Bis wohin müsst ihr fahren? Hauptbahnhof oder? Wandsbek, Gartenstadt. Okay. Wir müssten Hauptbahnhof nämlich einmal raus, aber ihr könnt danach dann sonst weiterfahren. Wurdest du jemals, ich sag mal, dabei erwischt, wie du schwarz gefahren bist? Oder bist du jemals in eine Bahn eingestiegen oder so und dann hattest du so ein Gespräch mit einem Kontrolleur? Ich hatte ein bisschen Panik immer davor in meinem Leben, aber zum Glück wurde ich nie erwischt. Oder ich hatte mein Ticket gekauft oder dabei. Aber das ist bestimmt nicht angenehm so, ich bin ganz ehrlich, Jungs. Okay. Wer sein Ticket zu Hause vergessen hat, muss es nachträglich vorzeigen und eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro zahlen. Dann kommt gerne einmal mit. Kann ich sagen, dass ich mein Ticket zu Hause habe, in der Hoffnung, dass irgendwann einfach der Briefverkehr quasi verstummt und quasi niemand mich dafür zur Rechenschaft zieht? Erkannt muss dafür die Personalien des jungen Mannes aufschreiben. Dann soll ich ja mal von dir den Ausweis. Da er ohne Personalausweis unterwegs ist, muss sein Kumpel für die Richtigkeit seiner Angaben bürgen. Genau, du kannst ja auch falsche Angaben machen, streng genommen, ne? Zeigen kann man sein Ticket in jeder der 8 Servicestellen der Hamburger Hochbahn. Gehst dann hin, zeigst dein Ticket vor mit deinem Ausweis, bezahlst 7 Euro und dann ist alles Chico. Okay, gute Fahrt euch, macht's gut, ciao, ciao. Nicht nur das Fahrkartenüberprüfen in den Bahnen gehört zu ihrem Job. Denn auch die Bahnsteige darf man nur mit gültigem Ticket betreten. Seit 2011 gilt außerdem ein striktes Alkoholverbot. Ja, ja. Ich bin mir sicher, das funktioniert gut. Die Aufgabe. Das Ironische ist, das Alkoholverbot funktioniert vermutlich nicht, aber das Rauchverbot funktioniert. So, nur so nebenbei. Die Aufgabe der drei ist es, für Ordnung zu sorgen und stets die Augen offen zu halten. Wir gehen jetzt hier am Bahnsteig ein bisschen lang. Manchmal sitzen dann auch hier Leute in prekärer Lebens. Ich finde es auch, ich finde es so rum auch wichtiger. Aber trotzdem finde ich es nicht angenehm, Chat, wenn Leute in der Bahn neben mir oder am Bahnsteig oder so weiter Alkohol trinken. So. Das ist nicht so nice irgendwie. Also ich meine, ich kann es verstehen, so am Samstagabend, Freitagabend und so. Aber Bro, keine Ahnung, das ist halt irgendwie schon ein bisschen assi, oder? So allgemein Daydrinking ist assi. Die wir dann ansprechen, ob sie eine Fahrkarte haben oder nicht. Wenn sie eine Fahrkarte haben, dann lassen wir sie halt ziehen, weil fahren dürfen sie ja alle mit der Bahn. Wenn er jetzt keine Fahrkarte hat, dann gibt es dann auch manchmal so Sachen, Bahnsteig verlassen, sie dürfen sich ja nicht aufhalten. Dann machen wir eine Hausverbotsabfrage. Wenn derjenige Hausverbot hat, dann schicken wir ihn wieder raus und ja, stellen ihn dann meistens fest. Also eigentlich im Endeffekt das, was wir auf den Zügen und Bussen auch machen. Nur, dass wir jetzt am Bahnsteig mal ein bisschen rumgucken. Kurze kleine Anekdote aus meinem Leben, Chat. Als ich als Industriemechaniker gearbeitet habe, bin ich morgens immer mit der Bahn dahin gefahren, mit der Dortmunder Straßenbahn übrigens. Und die war echt scheiße. Nach Dortmund-Dorsfeld bin ich gefahren, von Dortmund in Dortmund. Und immer wenn ich in der Straßenbahn war, dann war da auch gleichzeitig bestimmt so 10 Leute, die alle ein Bier hatten. Da sind Leute gewesen, die jeden Tag vor der Arbeit ein Bier getrunken haben. In der Bahn. Teilweise hatten die sogar, das waren so Profi-Alkoholiker teilweise, die hatten die Bierflasche und hatten dann für die Bierflasche so ein Ding, was sie reinstopfen konnten und umklappen konnten, damit die verschlossen ist. Das war crazy früher. Braucht vielleicht jemand Hilfe? Was soll man sonst machen? Ja, auf Arbeit trinken? Naja, das kann euch ja niemand zumuten, da müsst ihr ja vortrinken, das stimmt schon. Jeder eine Fahrkarte. Das stimmt schon. Solche Sachen halt. Mit einem Jahr im Job ist Jenna das jüngste Mitglied im Team. Sie ist eine der wenigen weiblichen Angestellten. Von 130 Mitarbeitenden im Prüfdienst sind gerade mal 26 Frauen. Ich würde gerne mal vorne mal kurz gucken. Okay. Vorne. Hier schreibt jemand, auf unserer Sauftour mussten wir auch Schienenersatz als Bus benutzen. Der Busfahrer hat dann ganz ruhig und vernünftig darauf angesprochen. Alles war gut. Kommt halt auf den Ton an. Natürlich, natürlich. Ich bin auch fest davon überzeugt, Chat, dass egal welche Verbote oder egal welche Regeln irgendwo herrschen, wenn du gigaheftig auf Charisma geskillt bist, kannst du dich fast immer überall rausquatschen. Davon bin ich überzeugt. Kant fällt etwas in der Ferne auf. Ein gut junger geskillt Mann haben. Scheint einen spitzen Gegenstand bei sich zu tragen. Wie bitte? Was denn? Willst du rausholen? Moin. Komm mal raus. Einmal bitte aussteigen. Was ist das? Auch einmal bitte aussteigen. Alle aussteigen. Aussteigen bitte. Einmal aussteigen bitte. Kommen Sie einmal raus bitte. Wo ist der andere? Sie auch. Oh, Camp David.
bitte. Sie auch bitte. Aussteigen bitte. Sie auch. Einmal aussteigen bitte. Kommen Sie einmal bitte raus. Einmal die Fahrkarten bitte. Einmal die Fahrkarten bitte. Von Ihnen beiden auch bitte einmal die Fahrkarte. Fährt ihr jetzt weiter? Auch ohne die? Das geht, glaube ich, nicht. Wir schauen mal, aber ich bezweifle es. Können wir zusammen auf dem Ticket fahren? Nee. Das Deutschland-Ticket ist nur noch für eine Person gültig. Bleib mal stehen. Hast du ein Deutschland-Ticket? Oder hast du ein Deutschland-Ticket? Hast, nicht hassen. Nee, ich wollte nur lesen und gucken. Ist nur für eine Person. Okay. Hast du einen Ausweis dabei? Hast du dafür irgendeinen Nutzen gehabt oder hast du einfach geholt, was günstig war? Also weißt du, was ich meine? So wie die Leute, die nach Sylt gefahren sind oder so? Also das war ja, glaube ich, das Thema des anderen Videos. Ja, alles gut, man sieht dich nicht später, okay? Hast du einen Ausweis dabei? Irgendwas anderes? Ausweis habe ich heute mit. Ja. Das ist mir nur aufgefallen, weil du was in der Hand hattest, deshalb. Das ist das Fahrrad. Ja, von Ferne weiß ich nicht, was es ist. Das war nur eine Station. Aber nützt es. Nur eine kleine Strafe. Ich kann da nichts dran ändern. Ich muss so aufnehmen, wie es ist. Aber er hat kein Ticket, wo ihm jemand mitnehmen kann. Auch nicht Wochenende. Okay? Also wenn du mit ihm fahren willst, musst du Tickets immer kaufen. Ja, jetzt weiß ich's. Bitte mach mal nicht. Ich kann da wirklich nichts machen. Dann kriege ich einen auf den Deckel. Kannst du auch in Raten bezahlen. Musst du nicht sofort bezahlen. Okay? Muss ich machen. Aber geh hin, kannst du in Raten dann bezahlen. Okay? Ich habe nur aus der Ferne. In gewisser Hinsicht tun mir die drei leid. Also nicht unbedingt, weil die erwischt worden sind, sondern irgendwie so. Kommt mir so vor, als wenn. Nicht. Ob die das immer zahlen. Ich habe gesehen, dass die Person halt irgendetwas in der Hand hatte. Stell dir vor, du kriegst irgendwie dann einen Haftbefehl oder so, wenn du es nicht bezahlst. Oder einen Mahnbrief oder so. Was passiert dann? Relativ lang. Silberfarben. Aus so 15 Metern, 20 Metern kann man es halt nicht so ganz genau erkennen. Genau, deshalb sind wir dann halt dorthin. Ja, es sind halt wirklich in gewisser Hinsicht, wie LKS schreibt, die Ärmsten der Ärmsten. Das stimmt schon. In gewisser Hinsicht, ja. Und die erste Ansprache ist halt immer am einfachsten halt mit der Fahrkarte, ne? Genau. Der hatte keine. Und was hatte er in der Hand? Letzten Endes war es einfach nur ein kleiner Stab, silbern, weiß nicht, so ähnlich wie so ein Bügel oder sowas, aber genau. Also nichts Wildes. Nur so nebenbei, der Kontrolleur, jetzt wo ich ihn aus dem Winkel sehe, hat Ähnlichkeit mit dem Giga-Chat. Jetzt mal ganz ehrlich. Wisst ihr, was ich meine? Holy shit. Alles passt. Mein Gott, Bro. Oh. Ja, okay, hey, wenn der Gigachat sagt, du musst das bezahlen, dann musst du bezahlen, Bro. Da kannst du nicht aussehen. 2 Millionen Menschen fahren täglich mit den Bussen und Bahnen der Hamburger Hochbahn. An einem Freitagabend auch gerne mal mit einem Bier in der Hand. Kriegen wir dafür wirklich eine Strafe, Chat? Wann war das letzte Mal, Bro, dass du im öffentlichen Fahrzeug gesoffen, also was getrunken hast? Ich war recht jung, Chat, ziemlich lang her, weil ich bin jetzt halt. Ist wirklich lang her. Fahrkarte bitte. Dann einmal einen Ausweis bitte. Noch nie? Noch nie? Weißt du, wieso ich dich angesprochen habe? Wegen dem Bier. Wegen des Biers. Ich hatte das Wolfsburg-Band und habe ein Auto bekommen. Gerade endlich an der Bar gekommen, in scheiß Klebeholz. Actually? Ja, das ist halt kacke. Warte. Prost. Einmal raus. Hat er einen Camp David Pulli an oder so? Ich weiß es nicht, aber what the fuck, Bro. Hinzu kommen aber auch nochmal 40 Euro wegen dir. Hä? Ich dachte, es geht nur eine Sache, Digga. Oder? Nee. Beides. Was soll das? Ja, es ist so, ne? Die ist absolutes Alkoholverbot. Wow. Ja. Ich dachte, es gibt nur einfach mal ein, die teuerste Sache. Nee. Die verhandeln wieder. So, jetzt mit 100 Euro, Chef, bitte. So, jetzt kannst du das Bier einmal weglassen, Bruder, nee. Bitte. Geht nicht, wirklich. Verrat den Chef schon. Okay. Da kommst du aber nicht hoch. Muss von der. Oder du nimmst die andere Rolltreppe. Diskutieren bringt nichts. 60 Euro fürs Fahren ohne gültigen Fahrschein und 40 Euro fürs Bier. Ein teurer Ausflug.
Ja, der war nicht erfreut, ne? Aber wer ist erfreut? Das Problem ist einfach nur, dass halt mit dem Bier aufgefallen ist und zu seinem Pech leider auch keine Fahrkarte hatte. Ja, aufgrund. Also, wenn. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn ich betrüge, aber wenn ich schwarz fahren würde, Chat, würde ich mir Mühe geben, unauffällig zu sein. Natürlich. Aber trotzdem. Ja. Also ich kann mal Chat anders formuliert. Denk doch mal an die Kinder. Stell dir vor, Alter, du gehst mit deinen Kindern oder so weiter irgendwo mit der Bahn, fährst irgendwie in die Innenstadt oder so und dann ist da halt irgendwie so ein Dude, der säuft die ganze Zeit aus dem Bier so. Ist nicht schön. Aber ja, der Typ tut mir trotzdem ein bisschen leid. Und dessen hat er dann 2 Vertragsstrafen erhalten, wo er dann nicht so erfreut war. Nicht mit jedem alkoholisierten Fahrgast geht es so glimpflich aus. Mit Konflikten umzugehen, lernen die Prüfer in ihrer Ausbildung. Im Deeskalationstraining werden heikle Situationen nachgestellt. Training. Und go! Unsere Fahrgäste aufmerksam gemacht, dass sie hier Alpen trinken und dass sie sich extra schon weggesetzt haben. Ist so, okay, habe ich meine Ruhe. Allerdings haben wir hier in den gesamten U-Bahn-Anlagen, auch in der U-Bahn, Alkoholverbot. Haben Sie denn einmal ganz kurz einen Ausweis oder beziehungsweise Ihre Fahrkarte mit dabei? Ich denke, das geht jetzt ums Bier, oder wie? Aber es geht auch, ich möchte auch gerne Ihre Fahrkarte... wie so ein schlechtes TikTok, Bro. Ja, guck mal, bitteschön. Alles klar, Fahrkarte passt. Dann schönen Tag euch, ne? Allerdings, wie gesagt, wir haben hier Alkoholverbot. Da ist doch noch was. Bier ist verboten in der U-Bahn. Was soll das jetzt bedeuten? Sie einmal bitten, mit uns ganz auszusteigen, damit wir Ihre Personalien feststellen können. Ich steige aber nicht aus. Was wollt ihr denn machen? Legen Sie einmal das Bier bitte zu Ende. Nee, das einmal ist mein bitte. Bier. Legen Sie das Bier einmal bitte auf den Boden. Oha. Und dann? Legen Sie erstmal bitte das Bier auf den Boden. Ja, wir wollen doch mit dem Bier aussteigen. Ja, legen Sie erstmal das Bier bitte auf den Boden jetzt. Wollen Sie jetzt aussteigen oder nicht? Nee, ich will ja nicht aussteigen. Sie wollen ja, dass ich aussteige. Wir haben ihn ja. Keiner funny, muss ich zugeben. Ich hätte Spaß daran, bei der Übung mitzumachen. Jetzt gesagt, Sie steigen aus. Ja. Sagen Sie ja oder nein? Zur Übung, Chat, zur Übung, okay? Nein. Gut, 1, 2, 3. Raus. Okay, hey. Entspannt euch, hey. Ich geh raus. Und check, ihn senden. Feedback. Warum hat er nicht angefangen zu kämpfen? Feedback vom Verhaltenstrainer und einem erfahrenen Kollegen. Jetzt bin ich gespannt, Jungs. Der Typ hat also eine Menge Ahnung, wie man mit Leuten redet, die saufen in der Bahn und stur sind. Halte die Kommunikation mit ihm zwar schon deutlich und bestimmt, trotzdem immer in einem freundlichen Ton insgesamt, dass wir das weiterhin so aufrecht halten. Und dann, bevor ihr ihn dann gleich einfach fasst mit 1, 2, 3, geht noch mal ein bisschen ran und nehmt mal den ersten Kontakt zu ihm auf, dass ihr ihn nicht gleich einfach fasst, sondern dass ihr erstmal so, wir würden jetzt ganz gerne mal aussteigen. Sind Sie damit einverstanden? Mit der Kommunikation ist wirklich so ein Ding. Wenn ihr zu einem Fahrgast kommt, ist jetzt nur ein Tipp. Das ist der gleiche oder ist ein anderer Giga-Chat? Tipp, das könnt ihr noch nicht wissen, aber fragt vorne der gleiche. Einfach nur, moin, die Fahrkarte bitte. Habt ihr eine Fahrkarte? Heutzutage mittlerweile alles, zum Beispiel auf der V-Karte, habt ihr schon mal vorne nachher. Behaltet das in der Hand. Nächster Halt, vorne Rennbahn. Okay. Jeder. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? Stell mal vor, du bist wirklich Kontrolleur, Kontrolleurin in so einem Zug. Und dann bist du dann mit so Besoffenen am Diskutieren und dann irgendwie haut dich jemand oder so. Verstehe mich nicht falsch, aber allein schon dieser Stress, dass da Leute halt so angriffslustig sind, wisst ihr? Prüfer kontrolliert um die 140 Personen am Tag. Guten Abend, die Oberwache. Einmal die Fahrkarte mehr gern gesehen. Hallo. Robbe Karte wäre danke, Robbe. 1, danke, 2, Querkraft. Danke, Mr. Luke. Und Dankeschön, DTG12 für die 30 Monate. Vielen Dank für den Support auf der Subseite, Jungs. Danke, Mann. Sie wollen jetzt aussteigen, dann steigen wir jetzt einmal erstmal gemeinsam aus und dann erkläre ich Ihnen mal was. Michael ist der Dienstälteste im Team. Steigen einmal aus, Kollegen. Hallo, komm direkt mit. Gehen wir mal einmal hier an die Seite. Also, alle da? Gut. Wir sind 6 Personen. Die Gruppenkarte ist normalerweise für 5 Personen gültig, ja? Normalerweise hat eine Person jetzt keinen Fahrschein. Das wussten ja, wir nicht. Alles gut. Das wären 60 Euro normalerweise. Ne? Wir machen das jetzt so, wir gehen jetzt oben zu dem Fahrkartenautomat und Sie kaufen sich als Erwachsene, weil Sie sind dafür verantwortlich gewesen. Jetzt zusammen gehen wir jetzt hoch und Sie kaufen eine Tageskarte. Wir steigen hier sonst aus. Ist egal. Sie kaufen jetzt eine Tageskarte nach. Wir gehen zusammen zum Automaten. Sie lösen das Ticket. Ich bin dabei. Dann ist es okay. Okay. Warum muss die keine Strafe zahlen und darf sich nachträglich ein Ticket ziehen und die anderen nicht? Wenn wir jetzt zusammen hin, ist ja besser als 60 Euro jetzt zu bezahlen. Ja, dann gehen wir da jetzt zusammen hin. Ja. Über 50.000 Menschen sind täglich in Hamburg. Warum? Wegen den Kindern? Vielleicht wegen den Kindern. Sind wir mal ehrlich,
wenn die Mom oder Papa quasi rausgezogen wird, die ja Autoritärpersonen sind, und die man so zusammenfaltet, ist vielleicht nicht gut. Aber gleichzeitig finde ich es unfair, okay, weil die anderen müssen alle zahlen. Gültigen Fahrschein unterwegs. Dadurch entgehen der Hochbahn jährlich bis zu 20 Millionen Euro. Okay, Rufsäule Halle Bertha. Nur wegen den Kids habe ich Verständnis dafür. Okay, wir gehen mal gucken. Ja, da ist was. Ja, Rufsäule 2 Bertha. Ja, wir sind da, wir gucken mal. Ciao, ich melde mich. Ene, Mene, Sommerwetter mit Hörspielen wird alles netter. Hex, Hex. Aber wer kauft die als CD? Ich könnte die nicht mehr abspielen, die CD. Wie dem auch sei, weiter. Ja. Hättest du eine Möglichkeit, eine CD abzuspielen, Bro? Ich glaube, ich müsste die alte PS4 rausholen oder eine PS5 kaufen. Gibt ja gerade eine neue PS5, Chat. Die ist relativ günstig und sehr attraktiv. Gerade in Europa. Da steht der Herr schon. Der hat über die Notrufsäule jetzt hier einen Rettungswagen angefordert. Jetzt gucken wir mal. Ich habe auch ein externes Laufwerk, aber das ist irgendwo in der Kiste. Ich habe es einmal benutzt und dann nie wieder. Moin. Moin. Die Hochbahn war hier. Moin. Wie können wir behilflich sein? Mir geht's nicht gut, mir ist schwindelig. Ich fall gleich um. Okay. Wollen Sie sich auf die Bank setzen? Wollen wir uns? Kommen Sie. Wenn Sie möchten, gehen wir zusammen zu der Bank. Oder Sie können sich auch gerne hier hinsetzen. Ich möchte gerne sofort in einen Rettungswagen. Das machen wir. Und in die Horizontale. Ja, komm. Ja. Kommen Sie mit? Sie sich hinlegen. Ja. Komm. Es geht mir wirklich nicht gut. Machen wir ganz langsam, okay? Also mein erster Gedanke ist jetzt, er ist betroffen. Aber könnte ja was Ernstes sein. Ja. Dankeschön, Minty. Ouch. Danke, Multiway Spring, ja, für die 93. Also, RTW. Dankeschön, Jungs. Der Mann hat an der Rufsäule den RTW gerufen. Den bräuchten wir jetzt hier auch einmal auf dem Bahnsteig, ne? Rettungswagen, komm. Wird die Notsäule betätigt, richtet die Hochbahnleitstelle die Bahnsteigkameras auf den Hilfesuchenden und ruft ein Prüfteam in der Nähe. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Nein. Das ist die richtige Antwort. Es geht um den Rettungswagen, wenn er dann schätze kommt. Schätze ich es einfach mal. Schätzen Sie mal. Gleichzeitig, Chat, was sagt ihr dazu, dass jetzt der Rettungswagen kommt? Der kostet ja Geld. Und der kommt jetzt, weil der Mann sich so heftig besoffen hat, dass er Angst hat, umzufallen, weil er da nicht mehr stehen kann. Könnt ihr jetzt sagen, oh, teurer Rettungswagen kommt für nichts, der ist ja nur betrunken, richtig? Kannst aber auch sagen, jo, alles gut, ihr geht scheiße, also sofort Rettung. Das ist sehr kontrovers, ich weiß das. Aber es müsste ich stehe lieber kontroverse Fragen, als euch die ganze Zeit irgendein Einmalsbeispiel zu erzählen. Zarte Anfang 50. Gibt dann auch, dann schreiben auch viel mehr Leute im Chat, das ist geil. Wenn so viel säuft, klopft der Schlaganfall darauf an. Ich weiß nicht, wie es ist, so besoffen zu sein. Wir gehen ja jetzt davon aus, dass er besoffen ist. Er kann ja auch was ganz anderes haben, muss man dazu sagen. Ne? Trotzdem, mein Vorurteil besetzter Kopf sagt, der ist nur betrunken. Der ist betrunken. Der ist ja ein freundlicher. Komm mal, ne? Stets bemüht. Schätzen Sie weiter. Höher oder tiefer? Du hast mal synthetisches THC genommen und einen RTW gerufen, weil du nicht mehr atmen konntest. Klingt fair. Wenn du Angst hast, dass dein Leben in Gefahr ist, würde ich auch, wenn ich hier, von hier auf jetzt umfallen würde und ich hätte irgendein Stechen in der Brust oder so weiter und wüsste nicht, was los ist, würde ich auch sofort den Krankenwagen rufen. Natürlich. Schätzen Sie? 55. Wenn Sie sagen, ich bin so netter, dann muss es ja gut gewesen sein. Nein, ich sage gar nichts mehr. Ich verweigere die Aussage. Das ist in Ordnung. Was ist der Hinweis darauf, dass er alkoholisiert ist? Man sieht keine Flasche. Er kann das Gleichgewicht nicht halten und er hat eine Körpersprache von einem Betrunkenen. Er hat einen Körperbau von jemandem, der viel Alkohol trinkt. Und allgemein ist das hier eine Doku, ich würde sagen, die uns die ganze Zeit schon suggeriert, dass Leute Alkohol trinken. Mit anderen Worten würde ich sagen, passt es ganz gut in die vorherige Szene, in der Alkohol behandelt worden ist. Es ist nur logisch, dass nachdem die Alkoholszene gezeigt wurde, mit der Alkoholflasche, dass danach möglicherweise jemand gezeigt wird, der zwar keine Alkoholflasche hat, aber stark alkoholisiert ist. Hi. Deswegen glaube ich, dass er alkoholisiert ist. Ach so. Ja. Also, habt ihr eine Bezeichnung für mich? 25. Der junge Mann braucht Hilfe. Was ist passiert? Ihr sagt allerdings, die gleichen Symptome hat man auch beim Schlaganfall. Jemand gerade eben meinte, dass wenn man so stark alkoholisiert ist, dass der Schlaganfall sowieso jeden Tag anklopft. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie es ist, so heftig alkoholkrank zu sein, Chat. Wisst ihr, was ich meine?
Ich habe, ich kenne niemanden, der das hat. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich weiß nur, ich weiß, dass Alkohol schlecht ist. Und dass, wenn man vor allem jeden Tag Alkohol trinkt, Chad, und vor allen Dingen in rauen Mengen und vielleicht sogar den ganzen Tag über, von morgens bis abends, von wach werden bis zum Schlafen gehen, dass du dadurch gesundheitliche Probleme bekommen wirst. Das ist garantiert. Ich habe zu viel... Vor allen Dingen, wenn der dann vermutlich auch nicht richtig isst, nicht richtig schläft, und so weiter und so fort, wisst ihr? Alkohol getrunken. Ja. Und dann haben sie mal die Notbremse gezogen. Und er sagt es jetzt sogar, ich habe zu viel Alkohol getrunken. Habe ich das? Nein, sie haben sich bei uns gemeldet, dass er Hilfe braucht, einen RTW braucht. Ach so, war das. Weil er nicht mehr wollte, war kurz vorm Zusammensacken. Ja. Und manchmal wird ihn schummrig und er hat auch ein Problem mit Alkohol, hat er auch erzählt. Alles gut. Wollen wir uns hinsetzen? Die drei geben den Mann in die Obhut der Sanitäter. Der Fall ist damit für sie abgeschlossen. Wollen wir mal versuchen? Ja, ich schwitze ein bisschen. Wir haben an den Ausgängen haben wir immer Not. Ich frage mich, Chat, wenn ich wirklich mal solche Momente hatte, wo irgendwas zu zelebrieren war oder so, wo ich wirklich viel Alkohol getrunken habe, Chat, am nächsten Tag war ich echt erstmal platt. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt stell mal vor, irgendjemand trinkt jeden Tag so. Wisst ihr, was ich meine? Wie muss das Wachwerden sein? Wie ist das, wenn man dann quasi immer und immer trinkt? Stell dir vor, du trinkst, hast einen Kater, auf den Kater trinkst du, machst ein paar Wochen. Und dann irgendwann wirst du, weißt du, wie muss das wach sein? Das Wachwerden muss wirklich nur so, scheiße, ich bin immer noch am Leben oder so. Weil es kann sich garantiert nicht gut anfühlen. Das fühlt sich schon scheiße an bei einem Tag oder bei zwei Tagen. Wie ist das erstmal bei Monaten oder Jahren? Notrufsäulen. An diesen Notrufsäulen gibt es Wahnsinn. Zwei Knöpfe. Wirklich unvorstellbar. Einmal den SOS und einmal Infoknopf. Und zusätzlich gibt es dann nochmal an der Seite einen Nothalt. Das bedeutet, dass dann halt in diesem Moment der Zug entweder nicht abfährt, beziehungsweise halt der Zugfahrer dann das Signal bekommt, nicht reinzufahren. Ne? Also das war jetzt ein bisschen zu viel. Er hätte natürlich auf den SOS-Knopf drücken können. Aber gut, wir waren jetzt vor Ort. Whitey, muss ich mal fragen. Whitey hätte vielleicht eine Antwort auf die Frage. Nicht, dass ich irgendwas implizieren will. Andi, ich mache mir Sorgen um dich, liebe dich. Und konnte das schnell klären. Alkoholisierte Menschen sind an einem Freitagabend keine Seltenheit. Hamburg macht sich auf den Weg zum Feiern. Dazu kommen noch zehntausende Touristen. Ja, die gehen wir dahin. Ja, wird gedampft. Moin, ihr Lieben. Moin, moin. Moin. Die Fahrkarte, bitte. Jo, jo. Also haben Sie sich jetzt extra beide eine Tageskarte gekauft? Ja. Okay. Der Grund, weshalb ich gezielt euch anspreche. Danke, Lucius. Danke, Minty. Danke, Mulder. War, aber die trinken dann meistens gegen den Kater, dann geht's wieder. Aber du kannst doch nicht auf den Kater mehr trinken, damit es dir dann besser geht. Wisst du, was ich meine? Dann bist du ja nur weiterhin betrunken, so. Das würde ja implizieren, dass du besoffen sein musst, damit du dich normal fühlst. Weißt du, was ich meine? Aber es kann sich ja nicht gut anfühlen. Ist in Hamburg grundsätzlich, auch wenn es noch... Chat, wir alle wissen, Daniel, alles tuti. Mir geht's tatsächlich sehr gut heute, Nox. Ich mache vor allen Dingen das, woran ich Spaß habe, Bro, Alter. Es läuft wirklich. Mir geht's richtig nice. Aber was wollte ich gerade erzählen? Gott verdammt. Ach ja, ich wollte erzählen, dass wenn ich Alkohol trinke, Chat, Alkohol kann Spaß machen. Alkohol kann ziemlich nice sein. Das sage ich ganz offen, ja? Aber wenn man halt die ganze Zeit Alkohol trinkt und dann regelmäßig, dann ist das nicht nice. Wenn man da Pausen zwischenlässt und dann irgendwie nur am Freitag trinkt, unter bestimmten Bedingungen, dann kann das nice sein. Aber wenn du halt jeden Tag trinkst so, dann ist auch dieses Alkohol-High, dieser Alkoholrausch doch gar nicht nice. Irgendwann wird es dann hoch anstrengend. Aber ja, scheinbar sind die alle alkoholkrank und die brauchen das, laut euren Aussagen. Weiter jetzt. Offene Haltestelle ist nicht erlaubt, okay? Wir belassen es heute einfach mal, weil ihr Touristen seid, bei einer mündlichen Vermahnung und dann wünschen wir euch dann viel Spaß, ja? Macht's gut, ciao, ciao. Berghand ist seit über 3 Jahren im Prüfdienst. Der Familienvater hat schon verschiedene Jobs hinter sich. Doch für Ordnung und Sicherheit in Hamburgs Bahnen zu sorgen, ist sein Traumjob. Genau. Dankeschön, gute Fahrt. Moin, die Fahrkarten bitte. Jack Barry schreibt, macht jeden Tag Bock zu saufen. Irgendwann hat man dann keinen Kater mehr. Jungs, ich mach mir Sorgen um euch. Auch diese beiden Frauen sind unterwegs zum Feiern. Leider ist eine ohne Fahrschein. Bis wo möchtet ihr dann fahren? Dann steigen wir gemeinsam mal aus. Ausstieg. Irgendjemand gerade alkoholisiert? Na. Ah. Keine Schande, ja, ich will euch nicht diskriminieren. Machen wir in Ruhe. Irgendjemand von euch derzeit in irgendeiner anderen Art von Rauschzustand? Das ist in Ordnung.
Ich will nur alle inkludieren. Allerdings haben Sie, glaube ich, noch kein gültiges Ticket. Okay. Ah. Do you have ID card for me? Sie können es auch jetzt sofort bezahlen, allerdings kann ich es nicht wechseln, wenn dann 60 Euro in Bar. Ich kann wechseln. Karte? Karte geht leider nicht, wenn dann nur Bar. Ein teurer Start in den Freitagabend. Die beiden. Ich habe auch überlegt, Chad, ich stelle einfach meine Donations auf Bar um. Ich schicke euch so ein Postfach und ihr sendet das da einfach hin. Ich versteuere das richtig, versprochen. Wollen auf den Kiez. Nee, aber nur ein Zehner, nicht zwei. Kriegen auch noch eine Quittung. Genau, sie kriegen noch eine Quittung. Das ist dann ehrlich? Ihre Fahrkarte tatsächlich sogar noch für heute. Ich habe wirklich daran nicht gedacht. Sonst bin ich wirklich immer ständig. Ich selber habe auch ein Ticket. Kann passieren. Kaufe ich auch immer, aber ja. Heute war ich wirklich nicht dabei, daran gedacht zu haben. Es passiert. Mach dir keinen Vorwurf. Leider. Ist schon doof, aber ja, man aber kann da leider nichts es ist, machen. Was es ist, sage ich immer. Während Hamburg ins Wochenende startet, prüfen Jenna, Michael und Berkant noch bis Mitternacht. Montagmorgen. Geiler Busfahrer, erst abgegrüßt. Frühschicht im Bus. Diesmal getarnt in Zivil. Oh oh. Ich erkenne einen Typen an seinem Bart. Bloß nicht auffallen. Und an seiner Größe übrigens, nur so nebenbei. Bloß nicht auffallen, Alter. Come on, Jungs. Ich habe das Gefühl, selbst so Leute, die irgendeine Art von Autoritätsjob haben oder so, Chat, die können es sowieso nicht richtig abschalten. Das ist so wie mit Polizisten. Selbst wenn die zivil unterwegs sind, sieht man noch, dass es Polizisten sind. Lautet hier die Devise. Ohne Dienstkleidung erwischen die Prüfer noch mehr Personen, die ohne Fahrschein unterwegs sind. Ja, undercover mit der Kamera, die permanent filmt. Ja, das ist dran, Chat. Vielleicht ist eine GoPro. Schönen guten Morgen, die Hubbahnwache, die Fahrkarten zur Kontrolle, bitte. Oh, fuck. Jungs, das ist wie so ein Überfall, wisst ihr, was ich meine? Plötzlich stehen alle auf und du kommst nicht weg. Ich gehe mit hinten durch, ja? Der Giga-Chat holt schon die Knarre raus, habe ich gedacht. Guten Morgen, wir haben gerne mal die Totschläger oder so. Die Hubbahnwache, die Fahrkarten, bitte. Oh, die fehlende Uniform macht, die Taschen macht auf. Einen Unterschied. In der Mitte, genau. Und dann einfach das Oberste. Genau, einmal da drauf drücken. Also die Fahrgäste auf dem Boden fahren. Okay, ja. Vielleicht ist es ja auch einfach nur Spaß. Vor allem am Wochenende passiert das mal, dass die Leute dann sagen, haha, ja, du bist ja witzig. Bis man einen Dienstausweis rausholt. Aber mit dem Dienstausweis ist dann sofort klar, was wir hier für eine Tätigkeit ausführen. Und von daher geht das dann auch. Dankeschön. Moin. Ey, Duck ist übrigens echt gut, nur so nebenbei. Ich habe sehr viel Spaß. Dankeschön, NDR. Gute Arbeit, öffentlich-rechtliche Gelder. Dankeschön. Ich habe meinen jetzt zu Hause vergessen. Ah, was machen wir jetzt? Weil ich habe einen Arzttermin. Ich habe die verkehrte Tasche mitgenommen. Steck die Knarre weg, Giga-Chat. Haben Sie nur einen Ausweis dabei? Nee, ich habe jetzt nur meine Rewe-Karte dabei. Ja, alles gut. Sie sind aber in Hamburg gemeldet. Ja, bin ich. Wo müssen Sie denn noch hinfahren? Ich muss zum Arzt, deswegen. Ja, dann kam noch ein Anruf von meiner Freundin. Aber Sie müssen uns auch ich bin richtig genervt. Ja, alles gut. Kriegen wir alles hin. Die Nerven behalten und sich von gereizten Fahrgästen nicht aus der Ruhe bringen lassen, das ist die Kunst. Laut Hochbahn sollten die Prüfer empathisch, freundlich, aber auch durchsetzungsstark sein. Wir können das draußen einmal zusammen fertig machen. Toll, dann komme ich noch später. Leck mich doch am Arsch, ey. Kommen Sie einmal mit, die Kollegin muss aussteigen, dann müssen wir einmal zusammen aussteigen. Wer geht zum Arzt nur mit der Rewe-Card? Das ist tatsächlich eine gute Frage, ja. Muss man sich beim Arzt ausweisen? Ja, oder? Du brauchst also, ich glaube, eine Krankenkassenkarte ist angebracht, wenn du zum Arzt gehst, oder? Ja, machen wir gleich da vorne im Häuschen weiter. Ja, wenn ich jetzt bei meinem Arzt gleich nicht mehr rankomme. Vor See gerade fahren? Gehen wir einmal da in das Häuschen, können wir da einmal hier weitermachen. Können Sie ruhig dagegen gehen. Schon ein bisschen blöd, oder? Mit dem Radweg, der direkt da ist, wo der Bus ist, so. Ich meine nur, ne? Ich meine, das ist ja quasi so ein Rezept fürs Desaster. Fahren ohne Fahrkarte, das ist von jung bis alt, das ist alles gemischt, von Millionäre bis Anwälte bis Bankkaufmänner, alles querbeet. Also das kann man nicht pauschalisieren. Millionäre, Bankkaufmänner, alles querbeet dazwischen. Investmentbanker? I don't know. Wer jetzt ohne Fahrkarte fährt. Sie müssen ja die Fahrkarte dann vorzeigen innerhalb einer Woche, ne?
Ja, dann gehe ich hier nach Barmbek, gebe die 5 Euro ab. Genau. Selbst die nachgesprochene Stimme ist ein bisschen abgefuckt, Chat. Die Frau ist nicht so gut drauf. Dann werde ich mich auch gleichzeitig beschweren. Sie können sich immer beschweren, ne? Beschwere ich mich. Moin. Also wir kriegen jeden Tag Ausreden zu hören. Der Klassiker ist natürlich, ich habe die Fahrkarte zu Hause vergessen. Man merkt das auch an der Reaktion der Fahrgäste, wie nervös sie denn sind und was sie denn von sich auch geben. Sie verwickeln sich auch, verstricken sich auch im Gespräch, widersprechen sich auch. Und es gibt natürlich viele Ausreden, aber der Klassiker ist immer noch, ich habe die Fahrkarte zu Hause vergessen. Ich bin mal mit dem ICE gefahren, hatte kein Ticket dabei, dann kam die Kontrolleurin. Und meinte so, oh, habe ich Sie schon kontrolliert? Und ich so, meinte, ja sicher, gerade eben. Und dann ist einfach weitergegangen. Kontrollen sollen nicht durch. Nur entgangene Fahrgeldeinnahmen wieder reinholen. Menschen, die ein Ticket haben, sollen für ihre Ehrlichkeit belohnt werden. Hochbahnpsychologie. Ich hatte mein Ticket tatsächlich. Ja, und das war sehr angenehm. Die Dame hat mir gerade sehr nett geholfen. Also ja, perfekt, wunderbar. Super, vielen Dank fürs Kaffee. Ja, ach, alles gut, muss ja nicht auf den Boden. Ja, genau, das sollte passen. Oder? Ja. Hä? Kann man die Karten da so dran halten? Ah, wegen den anderen Karten darf ich sonst? Und dann kommt er dann auch da wieder rein, wo er war. So, gerne. Gut, dann der nächste Durchgang bitte. Das nächste Pärchen, die nächste Wahl. Zurück bei den Azubis. Entschuldigen Sie? Oh, die Übung. Ihre Fahrkarte einmal. Ja, ja, ja. Die Auszubildenden wissen vorher nicht, was für eine Situation sie erwartet. Den schwierigen Fahrgast spielt ein erfahrener Kollege. Entschuldigen Sie, Herr. Ja? Wir würden gerne einmal Ihre Fahrkarte sehen. Habe ich doch gezeigt, oder nicht? Nee, doch, nein. Habe ich gemacht. Ich habe jetzt keine gesehen, um ehrlich zu sein. Nein, haben Sie nicht gemacht. Entschuldigen Sie. Oh, Bro, so unangenehm, Jungs. Wisst ihr, ich meine, selbst IRL, so, ich müsste unglaublich betrunken sein und wirklich sehr, sehr in einen sehr eigenartigen Geisteszustand, dass ich so einen Dreck machen würde, Mann. Was geht da ab, Chat? Ja. Wir möchten gerne Ihre Fahrkarte sehen. Ja, habe ich Ihnen noch gezeigt. Oh. Nein, das haben Sie ehrlich gesagt nicht. Prügeln sich, Chat, gleich geht's los. Ja, Sie wirken, gerne, Sie wirken etwas verwirrt. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Also ich heiße Metin, wie heißen Sie? Metin 2. Wissen Sie Ihren Namen? Er ist wie ein Spiel. Ich glaube, den geht's nicht so gut. Der erscheint vielleicht vergesslich oder dement alt. Er wirkt doch ziemlich alt. Hätten Sie was dagegen? Holy shit, mal halblang, Bro. Ich bin nur hier, um mein Bier zu trinken. Nicht, um mich alt nennen zu lassen. Wenn ich einmal hier, ich glaube, Sie haben da was am Nacken. Bei demenzerkrankten Personen wird die Adresse oft in die Kleidung eingenäht. Ja, okay. Okay, dann. Sieht aus wie der typische Demenzpatient. Mit nach Hause, weil sie wirken auf uns ziemlich verwirrt und wir wollen nicht, dass ihnen was passiert. Genau. Haben Sie nichts dagegen, oder? Okay, Übungsende. Boah, das war anstrengend. Das war anstrengend. Sehr gut. Okay, kommt wieder zusammen. Sehr schön. Oh Mann. Was ein großes Schlüsselwort war, das war immer der Satz, ich fahre gerne Bahn. Das machen sie wirklich sehr, sehr häufig. Also wenn wir dann Personen haben, die von irgendwelchen Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen dann abgängig sind, dann suchen die sich einen Punkt, den sie jahrelang vorher benutzt haben. Das ist dann meist Bus und Bahn und dann fahren sie das auch. Und das habt ihr gut gemacht. Sehr gut. Freut denn das? Egal, von dir. Fand ich auch super gelöst. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Also ich habe es, glaube ich, dieses Jahr schon zweimal gehabt. Das mit dem Griff in den Nacken, was du gesagt hast direkt, perfekt, wirklich. Mhm. Und dann wirklich die Person begleiten, nicht alleine lassen. Ruhig auch gerne auf Augenhöhe. Also das sind so die Sachen, da könnt ihr euch gerne mal dazu setzen, dass er sich einfach ne, geborgen fühlt, wie auch immer. Habt ihr gut gemacht. Yes. Ich habe keine. Yes. Der. Yes, thank you. Die waren schon. Guten Morgen, meine Fahrkarte bitte. I need a ID card to the ticket, please. So, do you have tickets or not? Do you have tickets or not? Berkans nächster Fall. Die Frau hat ein Ticket vorgezeigt, doch etwas stimmt damit nicht. Deutsch geht auch. Ricky the Ripper, danke für den Research, Bro. Just in time. Bernd, danke für diese 49. Danke Mambo und Limette Minze. Besten Dank. Okay, Deutsch geht auch? Ja. Okay, haben Sie Ticket? Ganz einfache Frage, ja oder nein?
Nein, ich habe mein Ticket vergessen. Ah. Was nun? Ich würde Sie bitten, mir aber trotzdem noch mal das Ticket zu zeigen. Zeigen Sie mir das Ticket bitte noch einmal. Schau mir die Ticket. Brötchentaste schreibt, ich hatte eine verwirrte Frau vor der Haustür mal. Hab irgendwann, Ivan, die Polizei gerufen, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste mit ihr. Polizei hat dann auch in den Nacken gegriffen. Seitdem weiß ich das mit den Nacken. Ich muss zugeben, ich wusste es auch nicht, aber ich merke mir das ab jetzt. Sehr gern, please. Yes, schau. Nein, das ist nicht für Sie. Ausstieg, Mini-Togo-Out hier. Okay. So right now, ma'am, I need to see the ticket you already showed me about your messenger. It's so easy. It's really easy. Just show me. Nein. Wie konjugiert man show? Victionary. Ist es schauen? You already shown to me? Oder showed? Ich glaube nicht ED. Hat er das richtig gesagt? I need to see the ticket you already showed to me. Ich glaube, ist es wirklich showed? Wir machen es mit DeepL, weil ich bin zu blöd, das anders zu benutzen. The ticket you showed me. Warum kommt mir das so falsch vor? Vermutlich, weil ich kein richtiges Englisch kann. Weiter. Okay, nein. I just want to see it. Man wird böse, Chat. Du willst kein böses Blut mit Giga-Chat haben? Nein, nein. Das Ticket, rare. Das ist, das ist nicht das Ticket. No problem. Die beiden weigern sich, das Ticket der Frau nochmal. Ja, genau. Ich hätte gesagt, you need to show me the ticket again that you already shown to me, hätte ich gesagt. Shown, genau. Have shown. Oder so. Ach, rede mal auf Side-Chat. Wir sind nicht im Englischen Unterricht, okay? Vorzuzeigen. Der junge Mann 00. Auch der Mann hat keinen gültigen Fahrschein vorzuweisen. Berghand nimmt ihre Personalien auf. Ihr Passport? Die Körpersprache von den beiden ist ganz seltsam. Danke. You have 30 days time to pay the 60 euros. Sie sind nicht glücklich, Chat. Okay. And if you want to drive, you need to buy a ticket. That's not the ticket, okay? Ich habe noch eine Frage, Chat. Als ich früher zur Schule gegangen bin, entweder war das, weil das der Bus war, wo die ganzen Schüler eingestiegen sind oder nicht. Aber immer, wenn ich in den Bus eingestiegen bin, musste ich vorne einsteigen und quasi mein Ticket bei dem Busfahrer zeigen. Ist es mittlerweile, ich sag mal, anders geworden oder wird es einfach nicht mal kontrolliert? Kann man einfach einsteigen, wo man will? Oder ist es immer noch so? Weil ich muss zugeben, ich bin lange nicht mehr mit dem Bus gefahren. Okay. Bei Schulbussen ist das normal. Je nachdem, wie voll das Ganze ist. Problem seit war, Corona nicht mehr? Ja gut, okay. Als dass sie sich versucht hat, mit dann einem Ticket von jemand anderes per Screenshot durchzuschummeln. Und naja, ist dann... Und sie hat vielleicht sogar das Ticket gezeigt und hat dann den Screenshot von einem anderen Ticket gezeigt, möglicherweise. Halt leider aufgefallen, ne? Letztendlich ist es so, es war ein Screenshot. Ich kann jetzt nicht aufnehmen, was für ein Ticket es war oder von wem das Ticket war. Ansonsten wäre es aber halt Betrug. Kleinen Moment. Ohne Fahrkarte fahren Sie nicht. Ach so, ja. Nein. Sie ist einfach eingestiegen, währenddessen er gerade ein Interview geführt hat. Sie sind hinten eingestiegen, seht ihr? Sie sind hinten eingestiegen. Ist kein Ticket, habe ich eben erklärt. Mein Kollege kommt jetzt. Ja. Entweder gehen Sie zu Fuß oder wie auch immer. Schönen Tag noch. Ja, danke. Was war jetzt los? Nein. Er smilet sogar wieder Giga-Chat. Ja, also wenn die Leute eine Zahlungsaufforderung von uns erhalten, dann stellt das kein Ticket dar. Außer sie haben halt die Summe sofort bezahlt, dann bekommen sie eine Quittung als Gegenleistung und dementsprechend dürfen sie dann die Fahrt mit dieser Quittung beenden. Zeit für eine erste Pause. Die Frühschicht hat um 6 Uhr morgens begonnen. Tee, Chai, Snacks, Belegtes, süße Backwaren, Torten, hausgemachte Kuchen, Kaffee, feuchte Eiche oder was auch immer da steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, wenn ich eine Sache liebe, wenn ich irgendwo mit dem Zug hinfahre, dann ist es immer, mir belegtes Brötchen zu holen. Ich liebe diese belegten Brötchen, Chat. Ich liebe sie abgrundtief. Ich esse eigentlich nie belegte, so belegte Brötchen, wie ich sie esse, wenn ich unterwegs bin mit der Bahn.
Und das mache ich auch entweder, wobei, streng genommen, beim Bahnhof, von der Bahn habe ich mir immer belegte Brötchen geholt und beim Flughof, am Flughafen mache ich das auch immer. Aber nur, wenn ich bei solchen Orten bin. Okay, danke. Alles klar, danke. Ah. Heiß. Meine Zunge gerade halten, ne? Ah, scheiße. Flughof, das ist bestimmt ein Schweizer Wort, sind wir ehrlich, Chad. Das klingt wild, also muss es Schweizerdeutsch sein. Chad, was heißt auf Schweizer, auf Schweizerdeutsch Flughafen? Ich bin sehr gespannt. Nicht hingucken. Warum ist ja nur Spinat, statt da Spinatkäse. Hast du gesagt. Moin, der Prüfdienst 7. Flughafe, seht ihr? Flughäfli. Ja gut, okay. Ja, ich lag falsch, aber das war egal, weiter. 7. Wir machen jetzt Pause, Wandsbek Markt. Danke. Zum Lachen ist den drei bei der Arbeit nicht immer zumute. Im Prüfdienst kann es auch mal gefährlich werden. Gerade Frauen haben es in dem Job nicht immer leicht. Also ich hatte das schon gehabt, dass sich männliche Personen mir gegenüber aufgebaut haben, weil Frau, zierlich, klein. Guck mal, kannst du Schweißer plötzlich, Chat. Was zum Teufel? Was sagen die immer alle so schön? Ich bin Pitbull gefangen im Körper von einem Chihuahua. Also ich belle und bin laut und... Ich finde schon, dass sie breite Schultern hat, so. Also, ich finde, du hast schon so, ich sag mal, kein Chihuahua-Körper sozusagen. Ja, ich gehe in die Front. Am Ende bleibt es ja nicht aus, dass wir hier eine verbale Auseinandersetzung, auch körperliche Auseinandersetzung haben. Es entstehen Konflikte, wo man... Giga-Chat oder breite Schultern-Chat? Würdest du über dich selber behaupten, dass du breite Schultern hast? Kannst nur du beurteilen, Bro. Sich dann auch vielleicht verletzt, auch schwer verletzt. Ich habe mich auch schon mal richtig böse verletzt. Hab ein bisschen? Längere Knie-OPs gehabt nice. Dadurch. Bin längere Zeit ausgefallen dadurch. Platzwunde am Kopf. mit Blutspritzen von Drogenabhängigen. Aufgefüllte Blutspritzen. Bedroht cool. Das sind so Sachen, die sind unschön. Und es gibt aber auch viele positive Sachen, die man hier erlebt hat. Also ja, ist nicht alles schlecht. Michael ist schon 17 Jahre im Dienst und denkt nicht ans Aufhören. Moin, die Hochbahnmacher, die Fahrkarten bitte. Also ich bin sehr froh, mit einem Team zu unterwegs zu sein, wo jemand dabei ist, der länger dabei ist. Weil du bist ja als Quereinsteiger hier reingekommen, hast von nichts eine Ahnung und dann hast du Gott sei Dank jemanden dabei, der Ahnung hat. Das Training soll zwar auf alle Fälle vor... Auch wenn das ziemlich kontrovers ist, es wird auch immer Leute geben, die in so einer Bahn mitfahren, die kein Ticket dabei haben, die aggressiv sind und die keine Frau ernst nehmen. Bereiten, aber nichts geht über Erfahrungen im täglichen Job. Man ist nie ausgelernt. Egal, ob es jetzt im echten Leben ist oder halt im Berufsleben ist. Solche Leute gibt es da. Und Leute, die kein Ticket kaufen, die sind auch wahrscheinlicher, dass sie so drauf sind. Es gibt immer irgendeinen besonderen Fall. Es gibt auch Kollegen, die machen das hier seit fast 40 Jahren. Und auch die haben Situationen, die sie noch nicht erlebt haben. Also jeder Tag ist unterschiedlich und ich würde sagen, definitiv, man kann immer was lernen. Man kann was lernen. Man kann lernen, wie man Menschen gefügiger macht und schneller quasi das Ticket bezahlen lässt. Langweilig wird Jenna, Michael und Berghand ihr Job nie. Jeden Tag neue learning. Situationen. Und das ist aber Champion-Mindset, Chat, ne? Wenn du quasi immer lernst, lebenlanges Lernen. Du bist nie der Beste, sondern du kannst dich immer verbessern. Die wissen, was sie im nächsten Bus erwartet. Einen wunderschönen guten Morgen, die Hochbahnwache, die Fahrkarten bitte. Nett, cool. Dankeschön.